Oh my God. Oh, my head. Answer me that. Just answer me that! Your own family. Your own blood. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? What the fuck is happening to you? You've ruined our family. What am I gonna do now? What am I gonna do? What am I gonna do now? Okay. Und damit sage ich einmal ein herzliches Willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt und einer neuen Folge Madison. Das Game ist jetzt endlich erschienen. Die Demo haben wir schon gespielt. Und jetzt spielen wir das Full Game. Mit dabei ist natürlich der Stevie, wie immer. Hallo Welt! Es ist also tatsächlich der gleiche Start wie in der Demo, ne? Irgendwie, wir starten irgendwie, unser Vater klopft wie bescheuert an unsere Tür irgendwie, weil wir wahrscheinlich nicht gesaugt haben oder abgewaschen oder den Müll rausgebracht haben. Aber wie es so aussieht, haben wir wahrscheinlich unser Zimmer nicht aufgeräumt. Irgendwie. Es ist tatsächlich der Start der Demo irgendwie. Die Frage ist, ist jetzt alles gleich wie in der Demo? Ich hoffe nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie das Abrex-Mittel aus Fallout 4. Okay. Ah, was ist das hier? Dreh mal, warte mal, auf dem Boden stand, glaube ich, was? Luca? Luca 567. Okay. Können wir sonst noch was damit? Nehme ich natürlich mein Stiftchen. Schreib das natürlich gleich mal auf. Luca. No. Oh Gott! This can't be happening. God. Wir. Haben wir jetzt Fotos gemacht von einem abgetrennten Arm? Und. Ist das ein Bein? Oh Gott, das ist ein Bein. Warum? Und warum steht auf der Box denn Luca? Also 5, 6, 7. Na, ich würde sagen, wir sind Luca, oder? Ja, also ich glaube auch, dass wir Luca sind. Aber waren wir das? Mit den Armen? Also, wenn es nach unserem Vater geht, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ja. Okay. Oh Gott, die Steuerung, oh Gott. Ja, ist sie so schmutzig? Oh. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Oh, die ist, warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Maus ein bisschen runterstellen, weil sehr, sehr sensibel eingestellt. Ach, echt? Ja, so wird das manchmal fies irgendwie, wenn, also, weißt, in welchem Spiel war das, wo du dich immer so erschrocken hast irgendwie? Paranormal Entities. Ach, das Ding, ja, das war auch ganz, ganz schlimm. Nach dem Video, schaut dann mal rein. Da war auch die Maus von Benny so krass eingestellt, dass jedes Mal, wenn er sich erschrocken hat, irgendwie sofort die absolute Motion Sickness losging irgendwie und man erstmal kotzend hier irgendwie über dem Schreibtisch hangen hat. Ah, das stimmt. So, guck mal, wir haben hier einen wunderschönen Brief von unserem Cousin. Romeo. Romeo. Aus Argentina, Buenos Aires. Schön, können wir den aufmachen? John Maxwell. Maxwell. Dein Cousin Romeo. Macklemore Street 626. Sollen wir vorlesen oder wollt ihr lesen? Lieber Chat? Achso, der Chat hat letztes Mal schon gesagt, bitte vorlesen. Okay, soll Benny lesen oder soll ich lesen? Nee, immer der Nicht-Spielende liest. Read between the lines. So, wir gucken, wir testen jetzt einfach mal. Hier ist. Okay, es ist ganz komisch. Ich habe ja meine Maussensibilität gerade runtergestellt, damit ich mich hier ordentlich bewegen kann, aber das hindert mich hier dran, die Dinger hier ordentlich zu öffnen. Ich muss hier immer nachziehen. Ganz heftig. Okay. So, ich muss den Griff finden, alles klar. Ich weiß noch aus der Demo, dass der Fernseher, der da steht, uns als Lichtquelle dient. Man kann diesen Sockel, auf den er steht, drehen. Auch ausmachen kann ich auch. Genau, und ich glaube irgendwie, wenn du jetzt in die Ecke guckst, nee, nicht, warte mal, also wieder zurück, quasi links von der Tür. Die da? Ich glaube, da war irgendwie der Griff zu finden an dem Sofa. Bin ich der Meinung noch aus der Demo. Okay. Tatsächlich, jawohl, das war schon das Auge, ich sehe doch schon. Tatsächlich war die Demo nicht besonders lang, also sobald wir jetzt aus dem Zimmer rauskommen, ist nicht mehr viel und dann endete auch schon die Demo, also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt viel Insiderwissen haben hier. Ja, naja, muss man ja so sagen. Ne? Was ist ja richtig. Schmutzwäsche. Ach, der
Hammer. Ach, ja, der Hammer. Ach, da war doch... Ja, warte mal, ich mach erstmal das hier aus. Das Rauschen, das ist ja... Okay, warte mal, ich mach's doch wieder an. Ist doch ein bisschen dunkel. So, diesmal haben wir keine Taschenlampe, wir müssen den Fernseher mit uns mitschleppen, um das Ganze spielen. Das wär's ja. Und Verlängerungskabel ständig liegen. Na, no, Stevie darf bitte vor und warum? Nein. Ja, Stevie finde ich auch der... Der macht das gut. Hammer. Nein. Verhaspel mich doch mal so. Ne? Ihr habt's ja wahrscheinlich auch gesehen. Darkside Detective, falls nicht. Ploppt jetzt mal kurz was auf. Ja, der Stevie auch super vorgelesen. Was ist denn jetzt los? You are not my son. Hör mal auf, Vater. Kann ich den eigentlich reinlassen? Nick. Priest was right. Der Priester hat recht. Wieso ein Priester? Dad, please. Please talk to me. I don't understand what's going on. Why? Why is this happening to me? Yep, trust him. Ich geh mal weiter. Also man versetzt sich doch mal bitte in die Lage. Irgendwie dein Vater steht vor deiner Tür, heulend irgendwie und sagt... Maybe I can get out through Grandpa's house. Der Priester hatte recht. I gotta get out of here. Da verstehe nicht, wie man so eine breiten Versorgungsschächte zwischen den Wänden lässt. I won't be able to go back. Okay, dann kann ich zurück. Und wir gehen jetzt... in das Haus von unserem Opa? Na, wir müssen doch schon in dem Haus sein, eigentlich, also... Ja, also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass die beiden Häuser mit diesem Durchgang irgendwie verbunden sind. Weil er jetzt gerade irgendwas erzählt hat, dass wir zu unserem Opa gehen. Ach, denn ist... Der wohnt ja in der Nachbarwohnung? Ja, scheint so. Ah, raffiniert. Okay, ja, gibt ja manchmal so diese Mehrfamilien-, Mehrgenerationen-Haus. Halt. Kann ich das benutzen hier? Benutzer mit dem Hammer? Nee, kann ich nicht. Die Grafik sieht aber auch echt ultra lecker aus, oder? Also... Jo. Jetzt ist natürlich I need to find a way out. Ja. Before Dad notices I'm here. Also diese Fotos. So eine Fotos. Wenn ich... Wer von euch würde sich so eine Fotos hinhängen? Also Familienfotos hin oder her? Was? Ah, fürchterlich. Finns? Also... Na, kommt gleich nach dem Dekorteller her. Oh, mich jetzt gerade wirklich umgedreht haben. Das ist peinlich. Okay, aber ich glaube die Uhr. Warum steht jetzt hier auf einmal? Stand die Kerze vorhin auch schon hier? Also, ich denke da die das Ding da. Die Uhr. Die finde ich viel irritierender, dass die plötzlich da ist. Statt eine Kerze. Oh, okay, wir haben es 12 Uhr. Ist auch gar nicht so laut. Mitternacht. Okay, dann. Gehen wir mal weiter. Es wirkt ein bisschen wie Visage irgendwie so, wa? Von der stilistischen. Also vom Grafikstil her. Ja. Von der Wirkung. So, ja, Visage, da haben wir einen. So eine Mischung aus Visage und Petit so ein bisschen auch. Wobei eher Visage. Ja. So, da haben wir einen schönen Stuhl, umringt mit lauter Kerzen. Das ist unser Lesestuhl. Was war das? Oh. Ich glaube, war einfach nur eine knarzende Diele. Okay. Leck mich am... Aber hier... Ach, ist auch gleich abgeschlossen, verstehst du? Oh, geht mal hier. Guck mal nach rechts. Oh. Oh, schön. Schön, schön. Immer dieselben Fotos, bis auf... Ist das Opa? Ich glaube, das mit Opa... Also, das Bild sagt mir was auf jeden Fall noch. Hey. Ich hoffe, das Spiel ist für euch nicht zu laut. Bei mir donnert es ganz schön in den Ohren. Will nicht ehrlich. Kannst du es drehen? Ich höre gerade das Knarzen. Das finde ich schon viel schlimmer. Ja, ich kann es drehen. Ah, okay. Ich kann auch reinzoomen. Guck mal hier, du kannst mal hier. Guck mal hier. Ich möchte es immer ganz, ganz nah ran. Ja, der sieht schon so ein gruseliger Opa. Kann man nicht. Ach du Schande. Guck mal. Ja, jetzt habe ich das mitgenommen. Wir haben das Bild eingeschickt vom Opa? Vom Grusel-Opa? Ja, da. Und ich weiß nicht warum. Na, weil es so schön ist. Das guckt man sich doch gerne an. Oh Gott, was steht denn da überall auf der Wände? Oh Gott, das kann ich nicht lesen. Nein, was? Nicht. Irgendwas mit 1987? Police? Binde 1987? Na, kannst du auch nicht wirklich erkennen.
Nee. So, was waren da neben dem Fernseher? Streichhölzer? Was für ein Fernseher? Na, wo wir jetzt gerade durchgeguckt haben. Wir haben gerade auf den Fernseher geschaut. Wo anscheinend gerade Nachrichten läuft. Versteigert haben beinahe 3 Millionen Dollar eingebracht. Ah, wunderschön. Unter den versteigerten Gegenständen waren Gemälde von sowie etwas Gold- und Diamantschmuck. Besonders hervorzuheben ist die kostbare Sofortbildkamera von, keine Ahnung, die endlich einen neuen Besitzer gefunden hat. Es sind 30 Jahre vergangen seit dem berüchtigten Mehrfachmord, ach du Schande. Und trotz der zahlreichen Auktionen des Familienbesitzers hat bisher niemand ihre Kamera gekauft. Warum wohl? Für Zuschauer, die mit der Geschichte nicht vertraut sind, Madison Hale tötete ihre eigene Familie während einer Hexenzeremonie und wurde dann durch einen Schuss in den Bauch tödlich verwundet. Durch einen Polizisten, der sie bei ihrer Tat stellte. Und nun zum Wetter. Schön. Toll. Ist das Madison Hale vor uns? Ich hoffe nicht. Also. Was ist denn hier los? Knistert's im Karton? Ich guck mir erstmal hier Opa an. Opa war genau wie Papa. Immer Albert Maxwell, 1968. Also Opa ist Maxwell. Albert. The Albert Park. Okay. Haben wir sonst noch was Schönes hier? Nein. Gut, dann gucken wir uns doch einfach mal diese wunderbare Kiste an oder die Lampe. Was soll ich mir eher angucken? Lampe oder Kiste, Stevie? Na, Kiste. Okay. What is in the box? What is in the box? Na, welcher Film? Oh, Lukas, 16. Geburtstag. Okay. Na, kann ich dann... Oh. Hallo, Kamera. Ja, das wird, glaube ich, unser Hauptutensil werden. Alten, um Kamera zu verwenden. Achso, und dann kann ich irgendwie hier coole Fotos machen, okay? Und jetzt? Oh, was denn? Schütteln! Mit blutige Hände oder was? Oder ist das einfach bloß... Nee, das sieht schon sehr blutig aus, oder? Das... Also als ob wir irgend schon was gemacht hätten. Was ist denn das? Was sind denn das immer für Geräusche? Okay, dann gucke ich mir jetzt die Lampe an, indem ich die Lampe mal... Achso! Ach, das ist schon leid. Ist hier der Raum noch nicht gruselig genug, oder was? Ich hätte jetzt gedacht, ich kann die Lampe an- und ausmachen, aber... Oh, krass. Der Stuhl dreht sich mit? Oh, nein. Oh, fies. Okay, warte. Ich hab jetzt... Das... Das ist aber nee! Schön spannend jetzt gemacht irgendwie. Oh, was haben wir denn da? A key. Für? Für? Hör doch mal auf! Was? Study? Ja, Studierzimmer. Okay. Study. Ja, dann. Oh. Das ist bestimmt so eine creepy Scheißmucke. Muss kaputt sein, okay. Ich bin gerade gar nicht so traurig, dass der Stuhl ist. Unheimlich. Obwohl, warte mal. Ist ein sogenannter Drehstuhl. Wir waren ja hier hinten noch nicht. Ah, in der kleinen Luke da damit? Ja. Alter, hör doch mal jetzt, das kommt jetzt mir her. Okay, hier ist ein Code einzugeben. Den wir wahrscheinlich noch. Probier mal. Was ist das? Minus 1? Probier mal. Was war das? 1964 oder was? Von dem Foto von Albert? Warte. Was war denn auf dem Foto? Wo Albert Maxwell stand? 1968. 68. Okay. Nee. Okay. Leider nein. Wir sind also 16. Ja, sind wir. Wir sind 16. 16, ja. Oh, blondes Haar. Ah, der Stuhl lässt sich hier nicht vormachen. Oh, vor allem, es ist so laut in meinen Kopfhörern. 1968. Ich wollte nur noch mal gucken gehen. Ich gehe jetzt hier raus. Ganz kurz, wann im Fernsehen, wann waren die Mehrfachmorde? Im Fernsehen? Hat der ein Ja gesagt? Nee, ne? Nee, ich weiß, dass an der Wand stand noch was mit 1987, aber ich habe langsam hier, also der... Warte, ich... Lass uns das mal probieren. Guck noch mal ganz kurz. Ja, 1937 steht da. Nee, 87. 84. Oh, ja, 87. Probier mal 87. Ja... Gleich, wenn ich wieder hier mich wegdrehe, macht er wieder irgendwelche... Ja, wird er machen. Oh. Er ist halt ein höflicher Stuhl, kann sich halt jederzeit hinsetzen. Ja, wunderbar, wunderbar. 1900, was haben wir gesagt? Ich hab's schon wieder vergessen. 87.
Das Spiel stresst mich jetzt schon. Das ist ja, komm, so gut. Das wird super. Ja, probier mal 84. 84, yay, mein Geburtsjahr. Hey, da sind nur gute Dinge passiert. Nope. Okay, na gut, dann haben wir sie vielleicht noch nicht. Irgendwann fragt gerade, können wir durch den Spalt das andere Zimmer fotografieren? Können wir mal probieren. Warte. So, ich muss für die Kamera... Nee, die Kamera muss ich nämlich links gedrückt halten. Rechts gedrückt halten und rechts ist auch gleichzeitig zurück. Na, wenn nicht, mach mal ein Foto durch den Spalt da durch. Einfach so aus der Hüfte geschossen, das Ding. Geht doch nicht anders. So, können wir hier drauf was erkennen? Leider nicht. Schade. Okay, nee. Na gut, dann werden wir jetzt ein paar Codes weiter annehmen. Aber ich kann auch nicht, es kann doch jetzt nicht Ziel sein, dass wir hier nicht... Warte. Ich komme hier wirklich nicht raus. So, meinst du, alle drei Minuten panisch an der Klinke rütteln? Warte mal, kannst du ein Foto von den Bildern auf dem Boden machen? Also halt so von oben auf den Stuhl runter irgendwie? So nach dem Motto... Wieso? Ja, einfach... Eventuell hier rauf? Erscheint plötzlich ein Code auf der Stuhllehne oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So nach dem Motto. What? Oh, okay, mach mal ein Foto von. Aber die Tür ist offen. Ach du Scheiße, okay. Was ist da drauf? Was ist passiert? Schwebt der? Ach du Schande. Oh. Aber die Tür ist offen. Ja, ja. Geh raus. Ja. Oh. Wird auch super sein. Ist auch gar nicht dunkel draußen auf einmal. Du hast doch einen Fernseher. Benutz den Fernseher. Ey, guck mal, ich kann da nichts sehen. Guck mal, da war mal eine Uhr. I don't know. Wie geht's jetzt hier? Ja, bloß jetzt bitte kein Jumpscare oder irgend sowas. Was ist das? Geht's da durch? Warte. Du, ihr blöden Köppe, ihr macht da nicht sowas. Ach, jetzt ist die auch noch weg. Oh, ja, wow. Oh, so mies, ey. Zaubertrick. Du willst Foto machen. Dadurch siehst du was. Ich hasse das. Ich hasse sowas. Oh, okay. Das ist so mies, ey. So eine Stroboskopbeleuchtung. Da ist nix. So, okay. So, was machen wir hier vom Foto? Vielleicht kann man da durchgucken. Die? Ist da ein Loch? Wie, da war ein Loch? Naja, nee. So nach dem Motto, Loch in der Wand, wo du durchschauen kannst. Wasn't there a door here? Stimmt. Da war doch der Fernseher. Na, dahinter. Müsste hier nicht eine Tür sein? Ja. Oh, warte mal. Häng mal da das Bild vom Opa hin. Hier? Ja, na, das ist so von der Passform, oder? Würde ich sagen. Opa? I should find a nail or something to hang it with. Wir müssen einen Nagel finden, okay? Warum ist denn da oben? Da oben ist ein Polaroid. Warum? Egal. Gene Wittler war da. Oh, was ist da? Kann man die Kuckucksuhr mal anschauen? Ja, gerne. Ja, können wir das Bild da drin aufhängen? Das müssen wir mit dem Hammer raufhauen. Oh, warte mal, vielleicht kann ich so verkehren mit dem Hammer? Wenn ich immer schön atmen, schreibt das jetzt. Okay, wir gehen, weil die Uhr wieder gespawnt ist. Houdini? Gehen wir erstmal zur Uhr? Du meinst Urdini. Erstmal einfach mal auch Tür zumachen, ist grundsätzlich erstmal keine schlechte Sache. Warum deckt die sich dann immer wieder zu? Jetzt haben wir 3 Uhr. Oh, die Uhr kann aber gar nicht weitergehen. Das. Ah! Die Uhr wird blockiert. Durch einen Nagel, mein Freund. Ah. Nice. Okay, nur denn? Nail the wall. Ich find's gerade witzig, dass wirklich der Sekundenzeiger jetzt danach wieder ordentlich läuft. Also, dass wir das programmiert haben! Scheiße. Mach, Fotoapparat. Ich glaube, Blitz ist das Einzige, was das bringt. Wie bei Visage. Ich hab dich weggeknipst. Okay. Komm, wir machen jetzt den Nagel ran. Ist aber auch so wirklich so ein totales Horrorszenario. Deine Welt bricht gerade komplett zusammen, aber du hängst erstmal ein Bild auf. Von ganz erst wichtig. Mal, jetzt erstmal, nee, erstmal komm. Aber von Opa. Ja, klar. Von Grusel-Opa. So. Sieht ja
Warum? Guck mal, Opa. Hat Opa nicht die gleiche Cam wie wir? Guck mal hier. Ja. Lass mich raten, ich muss jetzt davon ein Foto machen. Okay. Spiel saved grad. Boah, das ist kein gutes Zeichen, wenn das Spiel anfängt zu saven. Können wir dann auf dem Foto irgendwas erkennen? Hilfe! Oh, der zeigt auf uns, wa? Ja. Oh Gott. Der so, nee, pointet warte mal. Auf uns. Ja, nee, warte mal. Der pointet nicht auf uns, sondern auf das Bild irgendwie. Da ist ein heller Punkt auf dem Bild. Da, wo jetzt der Glasbruch ist, so ungefähr. Geh mal zum Bild. Okay. Kannst du da irgendwann mit dem Hammer irgendwie ditch? Nee, ich kann hier nichts machen. Nicht interagierbar. Scheiße. Aber hier ist die Tür jetzt wieder. Wir haben die Tür wieder. Und die Uhr ist schon wieder weg. Genau. Wunderbar. Na denn? Oh Gott. Dann lass uns doch mal in den nächsten Raum. Ach, so ein schönes Mörderzimmer. Mit Altar. Wunderbar. Schön. Ach, schön. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Tür jetzt wirklich schließen möchte. Ich lasse sie mal offen. Oh, what the hell has Dad been doing here? Wie? Das war unser Vater? Madison Hale, dump his... Entschuldigung, ich musste gerade nur... Victim gerade... bodies inside a well in his basement. Och, Dad toll, said schön. He was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman? What is going on? Der Vater hat Nachforschung angestellt. Ja. Nein! Polizeibeamter Russell bezeugt, alles groß geschrieben, wie wir von der Polizeistelle informiert wurden, hat der Beamte, der das Leben von Madison beendet hat, ausgesagt, dass der Serienmörder vor ihrem Tod um ihre Sofortbildkamera gebettelt hat. Es wurde vermutet, dass die 43 Jahre alte Frau Fotos von ihren Opfern gemacht hat, nachdem sie diese verstümmelt hatte. Ist das ekelhaft. Kathedrale von St. Jupiter, die Kirche des Grauens. Wunderbar. Nach einer langen Reihe von Vorfällen in der Kathedrale von St. Jupiter wieder in der... Was ist die Kathedrale von St. Jupiter wieder in die Schlagzeilen? In den Schlagzeilen. Weil sie eine öffentliche Totenwache für die Seele der 43 Jahre alten Serienmörderin Madison Hall abhalten will. Diese hatte vergangenen Monat insgesamt 4 Leute ermordet. Die Wache ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Laut den Worten des Priesters wollten sie versuchen, Madisons Seele mit göttlichem Licht zu erfüllen, damit sie die Tore des Himmels erblicken mag. Ja, wie gesagt, Leute, seht's mir nach, ich bin manchmal so ein bisschen happelig irgendwie beim Lesen, dann lese ich andere Worte und vielleicht möchte ich auch das ja nicht lesen, was da steht, weil es einfach zu gruselig ist. Das geht noch weiter. Schön, schön. Madison Hale, 43 Jahre alte Serienmörderin. Madison Hale wurde vom Polizeibeamten Russell erschossen, der kürzlich bezeugt hatte, sie dabei ertappt zu haben, wie sie ihre Opfer in einem Brunnen auf ihrem Besitz verstümmelte. Alter, was? Madisons qualvolle Stunden vor ihrem Tod. Obwohl ihr in den Bauch geschossen wurde, überlebte die Mörderin noch für einige Stunden. Ist tatsächlich so. Irgendwie Bauchschuss ist echt mies irgendwie, weil du halt nicht drauf gehst so schnell. Irgendwie das geht richtig lang, ist richtig schmerzvoll, richtig qualvoll. Ja, nur mal so Fun Fact. So, Serienmörderin gestellt und ermordet. Bis zu 4 menschliche Körper involviert. Die Polizei fand verstümmelte Körperteile in ihrem Keller, der den Beschreibungen nach aussah wie aus einem Film. 4 verstöckelte Leichen wurden in Hales Haus gefunden. Augenscheinlich gab es 4 Opfer. Irgendwie alles jetzt der gleiche Text hier, oder was? Hexerei oder Geisteskrankheit? Beweise für eine Geisteskrankheit wurde im Haus der 43 Jahre alten Madison Hale gefunden. Anscheinend wollte sie ein finsteres Ritual durchführen, bei dem womöglich Menschen ermordet und zagt werden sollten. Die Polizei? Oh, also im Großen und Ganzen kann man festhalten, diese Madison wollte ein Ritual durchziehen und hat das in ihrem Haus versucht durchzuziehen, so nach Motto? Na, in ihrem Brunnen? Wie das jetzt... Dass sie, die hat 4 Leute in ihrem Brunnen verstümmelt. Ey, die ist doch... What okay. the fuck? Ja, so hier lernt man was. Auf dem Kanal. Wir haben halt einen Bildungsauftrag. Lieber Herr Junge. So, keep away from children. So, leg's wieder hin. Leg's wieder hin, Benni. Und ein Key. Wir haben ein Key. Was ist das denn für ein Key? Ein J. Ein J? Aha. Oh, den nehme ich doch mal mit. So, Fernseher an.
Okay, macht nichts. So, das sieht mir sehr komisch aus. Davon mache ich ein Foto. Schon wackelt die Enzeputze. Also die Soundkulisse ist echt mies in dem Film. Die Atmosphäre. In dem Film, ja. Schöner Film, den du guckst, Stevie. Schön, schön. Ja, tatsächlich ist es für mich wie ein interaktiver Film, Benny. Ne? Dadurch, dass ich halt selber nicht spiele, ich habe ja noch den Luxus, nicht selber spielen zu müssen. Du wunderst dich, warum du vorlesen sollst. Mann! Ich bin gerade ganz froh, dass ich es nicht so sensibel eingestellt habe. Hallo? Hallo? Ich will die Tür aufmachen! So, Benny kann sich manchmal nicht entscheiden. Irgendwie. Auch im Real Life nicht, ob er die Tür jetzt aufmacht oder nicht. So, das ist halt einfach. Ich bin bewaffnet, ich habe eine Kamera. Ein Safe. Und oben haben wir einen Schlüssel. Haben wir da einen Schlüssel? Ich denke, wir werden wahrscheinlich noch eine Kombination brauchen. Ne? Ey, es hört sich immer an, als ob die Tür zugeht. Oh, was ist das ist eine hier? Kassette. Ein Tape, Mixtape. Nice. Mixtape number one. Okay, kann ich mir na, sagen. Na, wer von euch kennt's denn noch? Na? Also, ich weiß jetzt nicht, in welcher Generation ihr jetzt seid, alle. Kennt ihr Tapes noch? Habt ihr selber mit Tapes aufgenommen, eventuell aus dem Radio? Coole Songs? Ich ja. I know Tapes! John, ich hoffe, das wird dir nützlich sein. Sei bitte vorsichtig. Denk daran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder, so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind. Oh, ich bin so alt, ey. Aber ich bin nicht so gut mit Computern. Ja, das könnte ich auch hingeschrieben haben. Ach, guck mal hier. Drei Kassetten gibt's so anscheinend. Drei Kassettentray. Thomas? Priest Thomas? Ja, Logo, liegen alle noch zu Hause bei Mama. Ja, genau, richtig. Wehe, der. Lol, der passt auch noch? Drin gequatscht. Ah, wir brauchen noch nicht mal. Nehmen, ablegen. Wie? Was denn? Na, nehmen. Erstmal nehmen. Schöne Wehe. Hätte ich eine Maus? Ah, nee, okay. Luca, wir nehmen's. Luca. Was hätten wir denn jetzt ablegen my können? Notebook. Mein Notebook. Ach, ist, so ist that's the one who took it away from me. Warum? Ist das so eine Art Kiste irgendwie, wie in Resident Evil, dass du da einfach deine Sachen ablegen kannst? Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel das da reinpacken. Weil wir können nur 10 Sachen nehmen, schau mal an. Und den Hammer auch. Oben. Und die Bilder. I should keep this. Oh, wir sollen die keepen. Das behalten wir jetzt auch mal. Wir sollten die keepen. Kann ich jetzt auch den Schlüssel wieder mitnehmen? Nee. Okay, also das ist anscheinend hier wirklich ein Safe Point. Also. So würde ich das jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes Safe Point irgendwie. Ja, aber das heißt ja. Okay. Und da ist die Tür offen. Müssen wir sagen, das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass wir da sicher sind, also, oder dachte ich, aber. Würde ich nein. Verlass dich nicht drauf. Verlass dich nicht drauf irgendwie. Nur weil in Resident Evil so ist, heißt das nicht, dass es überall so ist. Hallo? Oh, ist aber schöner Raum. Also, jetzt mal von dem gruseligen creepy shit mal abgesehen, aber. Opa! I haven't been here since he died. Was? Opa lebt nicht mehr? Okay. Schaut ihn doch an. Ja, aber warum kommen wir denn hier überhaupt noch da rein? Also. Na, weil wir irgendwie mank der Wände lang gekrochen sind. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Oh, guck mal hier. Oh, das ist ein paar Medikamente da am Start, der Mann. There has no signal. Voicemail 1111. Okay. Oh, können wir die Tapes abhören. Fuck. Oh. This storm must have taken out the power. Warum leuchtet denn auf einmal alles rot? I think Grandpa had a generator in the basement. Genau. Notbeleuchtung. Haben wir auch alle zu Hause. Sobald Strom aus ist, überall rotes Licht. Besonders ja. In Amsterdam sieht man das sehr häufig. Der sagt, der hat einen Notgenerator im Keller. Also, du willst ja jetzt nicht allen Ernstes von mir verlangen, dass ich in den Keller gehe, oder? Tatsächlich frage ich mich, aufgrund der krassen Grafik, die heutzutage ist, irgendwie haben wir damals Gruselspiele, die in einer Pixelgrafik waren, genauso heftig wahrgenommen? Also so ein Resident Evil 1 war doch auch scheiß gruselig. Hä? Ja. Also Resident Evil 1? Oh! Achso, eine Statue, klar. Ja. Hab ich auch hier rumzustehen, so Heilige Maria oder so.
Aber hier ist ein Generator? Alter, ist aber was, ey. Pass auf. Viel Diesel. Okay. Okay. Na dann. Schalt mal ein paar Sicherungen ein hier. Tick, die Tick. Ab in den Partykeller. Genau. Ach so! Na, du schaltest mit manchen mehrere, ne? Okay, du musst diese Art Kombination drücken, damit du das Ding hier ankriegst, okay. Okay, cool, nice. Wir haben mehr Strom. Sehr gut, Benny. Oh, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder raus. In der Hoffnung, dass wir uns jetzt die Kassette anhören können. Willst du nicht im Keller bleiben? Nee, auf gar keinen Fall bleibe ich im Keller. Ich kann die Tür hier auch öffnen die ganze Zeit und... werde ich tun, nicht mehr. Wir hören uns jetzt die Kassette an. Okay. Oh. Und ich lasse mich auch gar nicht von dir überreden. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. Schön, dass die Kassette die ganze Zeit in unserer Hand so rotiert ist. I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Wisst ihr mich nicht mehr? My head. Da warst du das. Schwein! Guck mal hier, kriegt gerade Kopfschmerzen. A red door? Wie red door? Alter! What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Ja, denn haben wir wohl jetzt hiermit die Rahmenhandlung abgerissen irgendwie. The basement door? Mit lauter kleinen Kakerlakenhänden und Beinchen, die da rausschauen? Yay! Also, muss es denn immer alles im Basement stattfinden? Ja. Ja. Ja, klar, natürlich. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Nö, wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Also, man muss sagen, irgendwie, trotz alledem, was da passiert, finde ich diesen Raum samt Küchenanschluss irgendwie schön. Also, vom Schnitt
Nicht von den Möbeln, vom Schnitt. Finde ich schön, gefällt mir. Bin, oh, warte mal, schau mal hoch. Nochmal zum Schrank. It was so nice, having both houses connected. We were able to have breakfast with Grandpa every morning. Guck mal, da geht's Opa, Luca und Chanel. Wie auch immer Chanel ist. Nummer 5 wahrscheinlich. Ich bin hier eigentlich noch, achso. Ja, das Opa. Hat sich halt Opa hingehangen, wa? Das ist, Oh nee, kann ich jetzt wieder alles öffnen hier? Nee, glaube nicht, oder? Ja, alles, was bestimmt so einen Knauf hat, oder? Oh, guck mal, oben ist Kindersicherung. Oh. Rechts daneben. Rechts neben dir jetzt. Da. Ja, da komme ich auch nicht ran, da muss ich mit einem Werkzeug ran. Take the hammer! Haben wir nicht mehr, den haben wir eingelagert. Wahrscheinlich nicht hin, da muss ich wahrscheinlich erstmal einen Bolzen schneller finden oder so. Oh, warte, hier haben wir wieder was. Hä? Kaffeebecher. Was ist das denn? Schlüssel, Dreikampfschlüssel. Was? Den haben wir jetzt eingesteckt. Achso, diese Wuff-Wuff-Heiß. Genau, achso, das sollte ein Reißverschluss sein oder was, ja? Genau. Ich dachte, was ist denn mit dir für ein Schlagsieger DJ? So, dann haben wir jetzt hier soweit alles. Können wir auch in den Kühlschrank gucken? Nein, guck's, mach's nicht. Können wir nicht. Mach's nicht. So, wo ist da? Oh, diese Steuerung! Mach die Tür auf. Wo sind wir denn hier? Ach du Schande, ey. Alles besser als der Basement. Ach du Schande. Gott, hier können wir durchgucken. Okay, wir gehen wieder raus. Wie sieht's hier aus? Auch nicht besser. Ach, das war das Ding. Ja, ich verstehe. Hier haben wir hier... Ist das die Heilige Maria? Nee, ne? Oder? Keine Ahnung. Also, vielleicht, ja. Oh. Okay. Oh, guck mal, eine Winkelkatze. Fernseher an, Fernseher aus. Können wir das Radio anmachen? Auch nicht. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. Was steht da? Achso, aber Max. Ich werde es mal so machen, irgendwie, wenn er, wenn Luca selber unten was vorliest, während er das Englisch? Während er das Englisch spricht, irgendwie, werde ich das jetzt nicht vorlesen. Weil das ist ja Quatsch. Reden wir alle durcheinander, das bringt ja keinen. Was denn bitte? Vor allem hat er das ja Luca hat das ja selber gemacht. Während des Tapes hat er ja dazwischen geredet. Ich habe kaum irgendwie das auseinanderhalten können, so richtig. Na, ich wollte schon was sagen. Ich wollte schon auch damit reden. Ah, guck mal, aus dem Intro. Nee, oder aus dem Menü. Die Toilette, zugenageltes Klo. Wunderbar. Schön. Kann man machen. Oh, it smells awful. Do not open. Do not was? Do not use. Do not use. Ah, schau mal. Ja. Okay, dann gucken wir uns doch erstmal hier die wunderbaren... Combination! Ah, okay. La, right und 8 left. Okay, was könnte das jetzt sein? Ich würde sagen, es ist eine 4. Ja, okay, sagen wir mal 4 rechts. 8 links und was ist oben? Nicht lesbar. Ja. Schade. Ah, nee. Krieg ich. Also das Spiel scheint ziemlich vollgepackt mit kleinen, kniffligen Rätseln zu sein. Maybe I can break them with something. Nope. Okay. Und auf jeden Fall eine Menge Tabletten am Start. Was? Blue Knees is real. Blue Knees? Blaue Knie sind real? Okay, wer ist Blue Knees? Blaue Knie. Oh. Ui! Es war einfach nur dunkel, ich wollte da nur... What is this? You know what to do. Oh, krass. Einfach nur rotes Bild. Wunderbar. Schön. Ja, Leute, und wenn ihr die Videos von uns ein bisschen kennt, wisst ihr, was jetzt passiert. Steven sieht eine Wanne. Ja, wenn Steven eine Wanne sieht, dann ist lass er hier... Lass uns den Schaumbad ein. Wo ist es? Wo kann ich hier? Hat hier gerade jemand geklopft? Nee, ja, das war schon wieder. Das war ich. Ey, hör auf! Ja, ich wollte einfach nur meinen Spruch gerade unterstützen noch. Ey,
Und ich denke hier gerade, ich klicke da wegen dem Wasser und denke mir, jetzt hat hier irgendjemand an der Tür geklopft. Ey. Ja, dann kennst du das nicht im Bad irgendwie. Irgendjemand nervt immer und wirren. Aber muss mich doch nicht so erschrecken. So, wir gehen mal ganz kurz zum Safe zurück, würde ich sagen. Und wir holen uns jetzt mal den Hammer wieder. Um zu gucken, ob wir was mit dem Hammer machen können. Achso, nee, das stimmt da. Wir sind tatsächlich immer noch nicht in die erste kleine Luke, wa? Die was? In die erste Luke. Mit den 25.000 Codes da drauf. Achso, ja, nee, genau, da sind wir noch nicht rein. Das ist die Frage, Kassette brauche ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Den würde ich noch benötigen, genau. Haben wir nicht schon gerade mal in das Notizbuch mal reingeschaut? Warte. Das kleine rote Buch. Yes! Vielleicht finden wir da ein paar kleine Tipps und Anregungen. I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Ja, würde ich sagen, ja. Moms Arm, achso. Okay. Kopf des Vaters? Sister Sleck, wann haben wir denn das Foto von dem Vater gefunden? Na, Dad's Head ist doch das runde Bild gewesen. Also, ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Großvater, aber anscheinend war das Vater. Hier dieses, was wir doch vorhin aufgehangen haben hier. Weiß ich nicht. Hier, Ihmchen hier. Nee, das ist doch nicht Vater. Also, Dad's Head, nee, das würde mir tatsächlich eher irgendwie, da bin ich der Meinung. Da könnte jetzt zum Beispiel dieser Dreikantschlüssel passen, oder? Nee, leider schade. Nicht. Schade. Also ich dachte eigentlich eher so, der Z ist irgendwie auch so ein Polaroid. Vielleicht haben sie doch einfach wegzensiert. Ja gut, das Game ist glaube ich ab 18. So oder so, so. So, gucken wir mal, ob wir hier was mit dem Hammer machen können. Weil deswegen haben wir den ja geholt. Natürlich nicht. Völlig umsonst den Hammer geholt. Gut, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als in den Keller. Haben wir denn hier, warte mal, hier die Türen schon probiert im Flur, die anderen? Welche? Schau mal, dreh mal um. Oder hier zum Beispiel. Da ist zu. Da hinten war glaube ich auch zu, aber gucken wir gerne nochmal nach. Ja, ist zu. Hier kann man nicht reingucken ohne Lampe. Und auf der anderen Seite vom Gang war noch eine Tür mit einem Familienporträt dran oder ein Paarporträt. Paarporträt. Du meinst dieses wunderschöne hier? Ja, hoch zu. Ja. Okay, ich dachte, ich schmiere. Ach, oh, können wir. Nee, warte mal. Also, das geht ja gar nicht. So. Eigentlich müsste ich die da auch noch zumachen. Ach komm. So. Hallo? Hey. Oh, ist das klaustrophobisch, ey. Ist ja gar nicht. Gar nicht. Groß. Auf jeden Fall. Ah, viele Uhr. Das ist viel Uhr. So, du weißt, wenn du dich jetzt umdrehst, was passiert, oder? Kommt da beschissen an. Oh nein. Oh nein, wir können wirklich hier durch. Ich wollte gerade sagen, ich drehe mich nicht um, ich gehe hier einfach durch. Komm, geh da durch. Do it, do it. Ey, wirklich? Willst du jetzt ernsthaft? Na, oder du gehst jetzt kurz hoch zur Kuckucksuhr und benutzt das Ding, was du gerade gefunden hast. Danny ist aber da durch. Oh. Okay, komm, wir gehen erstmal zur Kuckucksuhr. Hallo? Hat hier irgendwas verändert? Das ist wirklich unheimlich. Ihr seid alle da. Okay. Cool. Easy. Oh. Bin gar nicht angespannt. Und ich schwitze auch gar nicht wie Socke gerade. Achso, warte mal. Kokosuhr. Ich wollte jetzt gerade zum Safe rennen. Die Kokosuhr? So, renn damit. Oh, warte mal. Jupiter Mars. Hey, wie jetzt Jupiter Mars? Ja, benutzen. Jupiter Mars. Ich kann das nicht benutzen. Ich hätte schwören können, dass der darin passt, da irgendwie mit diesen zwei. Dass der dafür ist. Haben wir hier hinten? Hier hinten hatten wir doch auch so komische Schlösser. Naja, und die Uhr ist weg. Ja. Okay. Aber hier kann ich das auch nicht nutzen. Jupiter Mars. Also bis jetzt haben wir bloß von der Küche das Jupiter gehört. Jupiter. Jupiter Church. Na gut, dann müssen wir ja doch leider wieder runter in den Keller. Yay. Und wir haben noch nicht mal eine Taschenlampe, nicht wahr? Wir haben nur diese blöde Polaroid, mit der man. Ah, Sitz. Damit kann man. Oder das nicht spielen muss, ey.
So, auf geht's. Da durch, komm. Gut, gut. Kann ich die Kamera währenddessen rausholen? Natürlich nicht. Hä? Alter, wer baut denn so einen engen Gang? Ich bin so dick, ich würde da nicht durchkommen. Schicken wir ihn. Gott. Gehen. Okay, ich kann hier nichts aufnehmen. Ich mach mal ganz kurz vorsichtshalber noch mal kurz. Ich brauch das. Zur Sicherheit. Oh, scheiße, die rote Tür. Wunderbar. The Red Door. Mit den Cockroaches, also mit den Kickerlaggen. Oh nein, ey. Abgeschlossen. Oh, das ist jetzt aber traurig. Warte mal, auf dem Foto sieht man im Pentagramm Zeichen, die nicht auf der Wand sind. Was? Okay. Schauen wir mal kurz das Bild von dem Pentagramm bitte an. Bitte. Okay, geh mal rüber und guck mal, welche Zeichen nicht auf der Wand sind. Welche auf dem Foto sind. Herr Junger sagt gerade irgendwie, auf dem Foto sind Zeichen, die auf der Wand nicht drauf sind. Okay. Indiana Jones wird uns jetzt hier auch nicht helfen. Stimmt, guck mal. Die Dinger sind leer. Okay. Da hat er vollkommen recht. Tja. Wir haben einmal so ein Teufelszacken-Dingens, wo man es oben, München und. Ja, Kreis mit Pfeil nach oben oder so. Männlichkeitszeichen. Ja, oder so. Zeichen für männlich. Und in der Mitte. Fragezeichen. Aber wir machen mal von allem. Hat Mutti gar nicht so unrecht. Einfach mal Fotos machen. Oh ne, muss ich jetzt von da unten, von dem Keller noch die ganzen Dinger noch abfotografieren? So, wenn wir hier durchkommen, kommen wir einfach nur zu der Treppe mit der roten Tür. Genau. Wo die Kakerlaken sind. Das heißt, bei der sollten wir uns sowieso eigentlich fernhalten, aber. Es ist definitiv Ziel, diese Tür zu öffnen. So, weil hier hatte ich doch... Okay, ich habe hier noch kein Foto gemacht. Okay. Speichert. Oh. Okay, Tatort. Okay. Können wir jetzt die Tür... Krass, okay. Na, dann mach mal auf das Ding. Scheiße. Oh, die Tür geht nicht auf. Guck mal, nur bis hierhin. Oh, ist vorbei. Mach's auf! Los! Das Game ist durch! Die Pflaster abziehen! Ich kann dich wirklich gerade nicht. Jetzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der Brunnen. Der Schnitzelbrunnen. Der Zerstückelbrunnen. Jetzt mach das Ding auf, Alter. Wieder durch. Los! Jetzt dahin. Komm! Da steht Police only. What? What is this place? This is impossible. Ja, was, ist auf jeden Fall zugeschlossen. Ach, da steht. So, da sieht eine 6. Eine 6. Ich schreib mir jetzt jede Zeile, die ich aufsehe. Ich meine, die sehe auf. So rum. Das ist eine 6. Schön. So. Oh, schön. Eine. Ja. Spaten. In die Hosentasche mit dir noch. Nein, was ist denn das? Das ist ein Zahlenschlüsser. Nee, du hast doch die Symbole aufgedüttelt. Ja, oder? Ja. Ich will die eigentlich nicht eingeben. Nee, eigentlich will ich die nicht eingeben. Was gibt's denn unten links? Was hast du denn da aufgeschrieben für ein Symbol? So, und hast du einen Mond? I've seen them before. I've seen them before. Ja, yeah, ist okay, haben wir. Wäre wahrscheinlich auch so ein Ding, hätten wir jetzt wahrscheinlich ohne Herr Junger ja nicht rausgekriegt. Nee, das stimmt. Dafür große Danke. Oh, so, Mond. The Moon River. Aber einen ausgemalten hatten wir doch, oder? Egal, gucken wir mal. So, da nimmst du jetzt das Maskulin-Zeichen. Also den Kreis mit dem Pfeil weg vom Kreis. This one. Und oben. Ja. Die Fork. Oh, warte mal, sind das 4? Nee, müssten 3 sein, okay. Glaube ich. Also die nach oben gerichteten 3 Zacken. Ey, das ist so schlimm, ich muss mit meinem Das. And now open the gates to hell. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Was war denn das? Das war eine, wie so eine Art Plastiktüte. Na, das sah aus wie so eine Gesichtsdruck. Oh nein, wir können es öffnen. Echt?
Ja. Soll ich es öffnen? Ja. Foto machen. Foto machen. Wir machen erstmal ein Foto. Okay, vielleicht machen wir nächstes Mal kein Foto. Mutti, warum sagst du denn Foto machen? Ich mach nichts, weil ich ein Foto mache. Ich höre nochmal auf die Mutti. Nee. Oh shit. Hallo? Oh shit. Okay, warte mal, kannst du, bevor du da rein gehst, kannst du die 6 da nehmen? Irgendwie ist da, liegt da irgendwas um die 6 rum? Da? Mach mal da ein Foto, kurz von, bitte. Lol, ich sag besser nichts mehr. Nein, so war's ja nicht gemeint. Die Prophetin hier. Oh Gott. So. Ich brauch kurz einen Schluck Volvic. Hashtag oh, Werbung. Schleichwerbung hier. Ich brauch Wasser. Entschuldigung. Leg dir auch noch so einen Schluck. Volvion. Schön, auch wieder so ein Ding, was ich persönlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht machen würde. Wenn ich irgendwo nur im Keller bin, Decke wegsprengen und drin klettern. Oh, leider habe ich die falsche Taste gedrückt. Es geht nicht runter. Verdammt. Ich habe wirklich versehentlich die falsche Taste gedrückt, sorry. Unangenehm. Unangenehm. Ich kann auch nicht mal so richtig... Oh Gott, ich sehe nichts. Scheiße, Alter. Ich sehe nichts. Oh nee. Und wir sind im Verstümmelbrunnen. Ach, wie toll. Aber wir könnten wieder hoch. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Könnten wir wirklich? Jetzt hier nicht hoch. Okay. Nee, wir können nicht hoch, weil da eine Teil. Ach, da fehlt eine Stufe. Okay. Ach, Gottes Willen. Okay. Hallo. So, Mutti würde sagen, mach mal ein Foto. God, the smell, the water is disgusting. Disgusting. Wäre auch ohne Foto aufgegangen, schreibt Mutti. Hier gibt wohl verschiedene Wege. Ah, oh. kennst du das schon, Mutti? Das Game? Hast du schon irgendwo gesehen? Bei anderen? Oh, nee. Oh Gott. Irgendwann sagt mir so, nee, guck mal lieber in die Mitte, wenn du da gerade ausläufst. So, das sieht so. Okay. Na, gut. Guck mal, an dem Innenposten liegt irgendwas links von dir. Nee, da ist auch hier. Guck mal, das ist doch nur. Ist doch This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. Okay. Also, warte mal, unten stand was drauf. Warte, ist das die Luca-Box nur aus der Zukunft? Madison. 1, 2, 3, 4. Ha. Aha. Das ist die von Mutti oder was? Ist Madison unsere Mutter? Nee, Madison war doch die doch so ein Ritual gemacht hat, oder? War das nicht? Ja, aber war das unsere Mutter? Ich hoffe nicht. Also, ich glaube nicht, oder? Also, wir haben auch so eine hässliche Box, ja? Ja. Madison, schön. Das ist ja uns erweckend. Vor allen Dingen, sie hat ja 1, 2, 3, 4 und wir haben doch 5, 6, 7. Richtig. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Und... Scheiße. Oh Gott. Die haben jetzt einfach zugemacht. Zugetaped. Oh, Scheiße. Warum leuchtet? Mach mal Foto. Ist egal. Ja, ist egal, ob ich ein Foto mache oder nicht. Officer Russell? Walkie-Talkie. Officer? Officer Russell, ne, der Typ, der die gefunden hat, der sie angeschossen hat. Die Madison, oh je. Alle ey, bitte, still. Bitte nicht. Ich hoffe nicht, dass das Game irgendwie ansatzweise meine Mikro- oder sonstige Sachen-Settings mitnimmt und jetzt sagt... Doch, genau das wird das, glaube ich. Ich glaube, das habe ich doch vorhin mal gelesen, irgendwie am Anfang. Nee. Doch. Mit anderen Worten... Oh, guck mal, die Lampe fängt an zu leuchten, wenn du in die Mitte gehst. Oh ja. Okay. Oh nein, nach rechts. Schau nach rechts. Okay, da. Wer denn? Na, ich dachte, da ist ein Gesicht. Achso, ich komme hier nicht raus.
Warte einfach, warte kurz, warte kurz. Oh, zurück von der Lampe erschrocken. Okay, du musst dich wirklich mit dem Ding bewegen. Irgendwo, wo der Empfang besser wird. Ich versuche gerade an dem Leuchten auszumachen. Ist das schlimm? Wie? Wo? Richtig gruselige Scheiße, ey. Okay, warte mal. Also hier wird es ja nicht sein. Hier auch nicht. Es muss ja da sein, in die Richtung. Das Problem ist, ich glaube gar nicht, dass es die Säule ist, sondern auch wenn ich hier hinten stehe, wo ja nichts ist. Und ich gucke ja jetzt mit Absicht in die falsche Richtung. Und wenn ich wieder in die Richtung gucke, wo ich die ganze Zeit hingeschaut habe, ich glaube, die Distanz ist egal. Ich muss hier hinten irgendwo einen Punkt treffen. Okay. Oh nein, Alter, nein! Ja, ist okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Oh nee! Ja, ist ja schön. Das sind Leichenteile. Ja, Schande. Wunderbar. Legs, arms, they're just everywhere. Wieso Leichen und wieso Arme und Beine nur? I don't think she's here. Oh, weiß ich nicht. I gotta get out of here. Oh Gott. Ja. Und what was that? I think I'm not alone. You are not alone. Ach du Schande. Und? Blub, oh Gott. No fucking way. Madison? Is that you? Nein. Sie werden gleich mal Schüsse feiern. Nein. Please! Show yourself! The next in order! Stand back! Put your hands up where I can see them! Say cheese! Ich mach jetzt Fotos. Don't come any closer! Step back! Was bist du denn? I said step back! Ich hätte sie nach Hause gemacht. Wie? Was? Na, geschossen. Oh! Oh! Oh, come on, Alter! Oh! So, this fucking camera belonged to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of... Das war übel. Das war richtig fies gerade, das Ding.
aber mal gut hier! Alter, ich kann nicht mehr. Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Where am I? Oh. What is this place? That woman. Is it possible that she's still alive? Ja, das Schlimme ist, wir spielen einen 16-jährigen kleinen Bengel, der halt immer nur mit weinerlicher Stimme sagt: Oh mein Gott! Ist das Woman alive? Ey, ich bin doppelt so alt wie er und scheiß mir ins Hemd hier. Ja. So ein souveräner Charakter, so Mann. God damn, is this woman alive? So ein bisschen, der uns selber Sicherheit gibt. Ja, ist ja, ich. Mutti macht erstmal eine Raucherpause. Ist ja ein Klopper nach dem anderen, ja? Oh. Nix mit Raucherpause. Hier ran hier. Wir müssen hier hochleiten. Oh, Ja, komm, wähl eine Tür irgendwie. Was? Hallo? Da ist nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, und? Oh, ist da eine Lampe oder der Mond? Ja, die Lampe. Kannst du durch die Türen durchgehen? Ich würde es noch gar nicht ausprobieren. Ich will einfach nur gucken, welche Tür ich öffnen kann und welche nicht. Ich gehe davon aus, ich kann alle öffnen. Ich habe fast Angst, dass die letzte Tür nichts beinhalten wird. Okay, cool, alles klar. Tür bleibt zu. Kein Ding. Kein Thema. Oh nein, jetzt sind die aber verschlossen. Nee, bitte nicht. Hey, nichts passiert. Meinst du, die sind beschriftet? Nummeriert? Achso, meinst du, dass ich deswegen hier... Ja, hier das ist die neue Breach-In-Kamera. Die neue Breacher-Kamera. Ja, wir haben Gott sei Dank... Nee, mach das nicht. Nicht in den dunklen Raum. Wisst ihr, was mich das jetzt gerade wirklich erinnert, an das ist wirklich gerade Visage. An die Spiegelszene. Absolut. Die Leute, die es nicht kennen, ploppt jetzt mal auf, in dem YouTube-Video nachher, ploppt hier ein Link auf und wie, checkt das mal bitte nach dem Video. Und es war genauso schrecklich, wie das jetzt hier gerade. Okay. So, die Frage ist, haben wir jetzt irgendetwas aus dem Keller gelassen? Ja. Ich würde sagen, diese Madison? Oder den Dämon? Den Dämon. Oh, scheiße. Nein. Nein, wieso? Licht ist aus. Deswegen gehe ich auch rückwärts. Und hol erstmal die Kamera raus. Einfach nur vorsichtshalber. Oh, scheiße. Oh, fuck you, ey. Willkommen im Jumpscare-Land. Oh. Entschuldigung, ich weiß ja nicht, ey. Oh.